777! Ja? Ich habe die PlayStation 4 für 379 Euro geschossen. Alex, das ist die PlayStation 3 in Slim. Nein! Hey, can you see? Ist es soweit? In PlayStation kommt America raus. Genau, nicht andersrum. Und genau aus diesem Grund gibt es auch schon erste Reviews dazu. Die fallen generell recht positiv aus. Die Launch-Titel von Sony bringen es allerdings nicht so richtig. Knark zum Beispiel, das ist dieses digitale Roboter-Bastelspiel, liegt in den Reviews bei ca. 60 Punkten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Auch die Meinungen zu Killzone sind so lala. Nur Razogun, das ist so ein Sidescroller, der schneidet ganz gut ab. Der ist aber eher ein kleines Spiel und nicht so ein richtiger Blockbuster Blood-Titel in die Fresse. So ein ganz kleines Spiel. Du musst noch groß und stark werden. So klein. Hier, trink deine Milch. Sorry. Ich habe gestern Heavy Rain gespielt und musste so ein kleines Baby mit so einer Milchflasche füttern. Das ging mir so auf den Sack. Ich wollte dieses Baby umbringen, weil es so genervt hat, die Tasten zu drücken. Ich fand am krassesten bei Heavy Rain, wie ich diesen Jungen auf der Schaukel immer wieder anschubsen musste. Und mir war klar, ich hab's nicht hinbekommen. Mir war klar, dass er am Ende der Sequenz weg sein wird. Entführt. Schön, dass du das alles jetzt den Menschen da draußen verraten tust. Meinst du, die haben Heavy Rain noch nicht durchgespielt? Ich hab's zum Beispiel nicht durchgespielt. Ich spiel's gerade erst. Oh, ich spiel's gerade erst. Entschuldigung. Aber an der Stelle. Spoiler-Alarm! Jetzt! Der Sony Babbo meint zwar, es sei sehr enttäuschend, sollte dem Konsolenverkauf allerdings nicht hinderlich sein. Der Sony Babbo ist übrigens der Sony Master Chief Commander. Aber das macht keinen Sinn, weil Master Chief ist ja auf Xbox exklusiv. Oh shit. Ja, in Microsoft. Ja, Master Chief ist sowas, was ich immer benutze. Ich habe auch Digger erfunden. Ja, das ist übrigens officially Erfinder von Digger. Aber wie das bei Launches so ist, läuft nicht immer alles rund. Zum Beispiel hat ein Gewinner von einem Wettbewerb einen Preis gewonnen. Und zwar einen sehr großen Preis, die PlayStation 4 vor Release schon anzocken zu können. Ja, das Problem war nur, als er sie bekommen hat und sie eingestöpselt hat, dann leuchtete erstmal ein Blue Light of Death auf. Was ist denn ein Blue Light of Death? Naja. Oh, now I get it. Das gleiche ist bei IGN und Kotaku passiert, als die ihre Geräte testen wollten. Ja, anscheinend geht der HDMI-Anschluss ganz leicht kaputt da hinten, wenn man versucht, was reinzustöpseln, ne? Da kommt kein Bild mehr raus. Ja, aber wer weiß, was die versucht haben, da reinzustöpseln. Ach, Alex. Ja, ich meine, vielleicht ein Mini-USB-Display-Port. VGA, Default. Ja, whatever. Komponenten. Was dachtest du denn? Penis. Wir müssen mindestens einmal Penis in der Sendung sagen, weil sonst ist es nicht Excalibur. Bitch, jetzt ist es ein Rap. Penis, Penis, Penis. Sony ist aber schon an der Sache dran. Und im Notfall gibt es ja noch die gute alte Garantie. Mhm. Für Testgeräte. Ah ja, stimmt. Eine weitere schlechte Nachricht zum Release war, dass Call of Duty Ghosts auf der PlayStation 4 wahrscheinlich auch nur in 720p laufen wird. Ziemlich lustig, nachdem es so viel Spott für die Xbox gab. Oh, die arme Xbox. Ja, die arme Xbox. Das tritt allerdings nur beim Singleplayer auf und soll direkt zum Release gepatcht werden. Und zum Release in Deutschland am 29. ist dann hoffentlich alles gepatcht. Ja, auch die hinteren Ausgänge an der Konsole natürlich. Die sonst kaputt gehen könnten. Ja, weil man da falsche Sachen reinsteckt. GTA 5 ist lange draußen, GTA Online funktioniert endlich und keiner redet mehr drüber. Außer uns. Oh, stimmt. Jetzt hat Rockstar eine erste Singleplayer-Erweiterung angekündigt. DLCs für den Online-Modus waren ja schon von Anfang an bekannt, aber jetzt BOOM! BOOM! Scheiße, war das zu spät. Reaktionszeit eines Kamels. Bekommt die Story einen Boost. Und Rockstar möchte bald mehr Details preisgeben. Da frage ich mich, was wünscht ihr euch denn für Erweiterungen in einem Singleplayer von GTA 5? So viele Möglichkeiten. Also für GTA 4 gab es zum Beispiel The Ballad of Gay Tony. Also gibt es jetzt vielleicht Transen-Action in Downtown Alley. Hallo, ich habe mir gerade ernsthafte Gedanken gemacht. Oh, sorry, ich dachte, wir sind hier irgendwie Excalibur nee, und so. Nee, ernsthaft, nee, nee. So ich da mein, hinten, ich aber nicht möchte, hier. Nein, nein, ich möchte auf jeden Fall keine neuen Storystränge, sondern ich will einfach Michael, Trevor und Franklin weitererzählt bekommen. Außer ich habe schon jemanden getötet. Davon. Du bist so lame. Du weißt schon, dass du gerade verraten hast, dass man eine Hauptcharaktere töten kann? Ja, und wer hat GTA 5 noch nicht zu Ende gespielt? Ha! PC-Spieler!
Ach ja, sorry, Rick. Neulich haben wir darüber gesprochen, wer Robin in den neuen Batman vs. Superman Film spielen wird. Also ich werde auf jeden Fall Superman spielen. Alex, das interessiert hier keinen. Tschung. Jetzt gibt es neue Informationen zu Lex Luthor. Zum Beispiel könnte Tom Hanks an der Rolle interessiert sein. Aber Tom Hanks als Bösewicht ist ein bisschen komisch. Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Kryptonit. Man weiß nie, was man bekommt. Kryptonit! Kryptonit! Wir haben ja neulich schon gesagt, dass wir uns Bryan Cranston perfekt für die Rolle des Lex Luthor vorstellen könnten, aber der hat offensichtlich viel zu viel zu tun. Zu viele Jobs, zu viel Fame. Und Tom Hanks hat überhaupt keinen Fame. Und außerdem muss er Meth verkaufen. Vergiss ja. Das nicht. Es kommt noch als Nebenjob erschwerend dazu. Was man eher was wäre für euch, der perfekte Lex Luthor? Kevin Spacey. Kevin Spacey gab's schon. Wir waren gespannt auf Wiggity Warcraft 4. Ich nicht. Wiggity Waggity. Du Schwein. Das scheint aber so ein bisschen wie mit Half-Life 3 zu sein und wird wahrscheinlich nie passieren. Blizzard hat jetzt aber angedeutet, dass es vielleicht ein Remake von Warcraft 1 und 2 in HD geben wird. HD. Wieso nicht gleich 4K? Ich meine, ist doch gleich. Nebenan. Um die Ecke. Ja. Oder 8K. Die haben wir gesehen, als wir auf der IFA waren. Guckt euch das Video an. Ja. Guckt euch das Video an. Link unten in der... Wie steht ihr zu HD-Remakes? Also ich persönlich finde die super mega geil. Ich zock zum Beispiel gerade Ocarina of Time auf meinem 3DS. Ich würde gerne Crusader in HD spielen. No one knows what that is. Ja, ihr seid alle zu... Wir sind zu jung. Wir sind so jung. Du bist so unjung. Derbe geiler Third-Person-Shooter mit so einem roten Roboter auf einer Weltraumstation. Ich trage heute übrigens grüne Socken. Ist das nicht toll? Frischgrün. Wieso haben wir das jetzt reingeschnitten? Wieso? Mal gucken, was unsere Live-Audience dazu sagt. Ja. Buh! Oh, kommt schon, Leute. Yay! Yeah. Ja, danke schön. Seid okay. Toll, ist toll, dass ihr alle da seid heute. Mhm. Hey. Immer wieder gerne. Ihr seid geil. Danke fürs Kommen. Du später, mein Schlafzimmer. Oh yeah. Mein Schlafzimmer? Meine Umkleider ist das, du Spinner. Gaming und der Vatikan passen nicht wirklich gut zusammen. Außer man spielt Assassin's Creed. Zwei. Und zwei Brotherhood. Sega hat jetzt das Gegenteil bewiesen, denn unser letzter Papst, Biggity Benedict, war ein harter Zocker. Im Football Manager 2013 haben die Entwickler nämlich einen kleinen Code reingepackt, der die IP-Adressen von geklauten Spielen sammelt und denen zeigt, wo die denn da sind. Clever. Ja, ist klar. Warte, ich muss mal kurz den Herd ausmachen. Ja klar, den Herd. Wow, so viel Platz für mich allein. Über 10 Millionen Kopien des Spiels wurden geklaut und die meisten Sünder befinden sich in der Türkei, China und Italien. Eine gestohlene Kopie kam aus einem ganz speziellen Staat, und zwar dem Vatikan. Vielleicht wollte der Papst auch einfach nur mal voll hart chillen und abschalten. Ist auch bestimmt ein harter Job, Kondome zu verbieten und ständig Homosexuelle zu diskriminieren. Und inzwischen ist er ja auch zurückgetreten, einfach vermutlich, damit er mehr Zeit zum Zocken hat. Ich meine, die haben nur Altarmanager 2013, Abendmahlsimulator und Beichte 3. Reaper of Souls! Obwohl, das will ich auch spielen. Und jetzt zum Schluss. 7, 7, 7! Auf dem Weg zum Herd habe ich einen Typen getroffen, der hat mir die richtigen PlayStation 4 und auch noch einen Slim verkauft. Das ist eine Wii U. Alex. Nein! Und jetzt zum Schluss noch ein weiterer Teil unserer Rubrik Filme, die keiner braucht. Die Wanderhure Teil 2. Sie fickt wieder. Oh, scheiße. Abgesehen davon... After Earth. Abgesehen davon... After Earth. Der Produzent von Harry Potter, David Heyman, der ist ein renommierter Filmemacher und arbeitet jetzt an einem weiteren Projekt, und zwar, Drumroll, Temple Run. Yee. Ja, das ist eine App von so einem Indiana Jones-Verschnitt, der vor Dämonenaffen wegrennt. So ein bisschen wie Pitfall. Nur ohne Fall und Pit. Ja, und mit Temple. Und Run. Run. Hoffen wir mal nicht, dass das dann 90 Minuten lang ducken, springen und um die Ecke flitzen ist. So wie bei After Earth. Ja, vermutlich wird das so eine billige Indiana Jones / Tomb Raider Kopie, weil ich meine, das Spiel bietet überhaupt nichts an Story oder sonstiges. Es hat nur Temple und Run in sich. Das ist alles. Aus welchem Videospiel würdet ihr gerne einen richtig schlechten Film machen? Schreibt es uns in die Kommentare.
Sharknado. Daraus würde ich ja ein Spiel machen aus dem Film. Wir freuen uns auf jeden Fall auf andere App-Spielfilme wie Farmville, der Film. Candy Crush, die Saga. Oder Plants vs. Zombies, der Horror-Epos mit Pflanzen. Und Angry Birds ist ja schon in der Mache. Da können wir nur eins sagen. Fail! Excalibur ist jetzt vorbei. Da drüben könnt ihr abonnieren. Da unten noch zwei Videos. Sie sind geil. Sie sind geil. Ah, guck sie an, Mann, guck sie an, Mann. Sonst gibt es was auf die Fresse. Ja, wir sitzen hier auf einer Couch. Sie ist so feuerrot und sie ist super weich. Ich bin voll reich. Ich bin voll. Ich habe keinen Text mehr. Deswegen habe ich reich gesagt. Sorry. YouTube. YouTube, Millions. Bitch.